herzlich willkommen endlich zu einer neuen Folge von Dragon City hier auf meinem Kanal Drachenkönigin 1000. Sorry, dass so circa fast einer Woche kein Video mehr kam, aber ich hatte am Dienstag, war ich, meine Weisheitszähne rausbekommen, konnte ich so schlecht sprechen. Und drei Drachen sind fertig zum Ausbrüten, aber da habe ich gedacht, mache ich lieber nicht, weil ich dann bestimmt Schmerzen habe und dann wäre jede Stunde oder keine Ahnung, wäre irgendjemand reingekommen. Und konnte dann auch nicht so gut reden. Das habe ich halt gewartet und tut mir auch wirklich leid. So, als allererstes gegrüßt werden will der YouTube.de. Ich glaube, das heißt YouTube Deutsch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Achso. Das Relikt des Lebens, da gibt es jetzt neue Sachen. Genau, da kann man die neuen Drachen sich holen. Und das neue Drachen züchtbar. Eine Reihe von Drachen wird permanent züchtbar. Eine Reihe exklusiver Drachen kann man ab sofort für alle Zeit gezüchtet werden. Willst du mehr erfahren? Näheres auf unserer Facebook-Seite. Das ist natürlich schwierig, aber ich denke, das geht so. So, also drei neue Drachen und, ja, ich habe, also seht ihr gerade hier schon, obwohl, warte mal, also Änderungen gibt es hier großartig nicht, also wirklich neue Drachen, die habe ich da gelassen in dem Brutbaum, obwohl die Brutstation, obwohl die schon längst fertig sind. Aber ich habe gewartet wegen meinen Zähnen und weil das so geschmerzt hat und weil ich nicht so gut sprechen konnte. Und deswegen habe ich einfach gedacht, ich warte mal ab. Und deswegen, ich werde es euch auf jeden Fall in einem Video sagen, dass ich danach aufnehme. Und ja, deswegen, also, ups, das habe ich, das habe ich vergessen? Och Mist. Ach super, ich habe auch vergessen. Wir müssen halt diesen letzten Turm aufbauen. So, ihr seht hier schon ein paar Änderungen. Und zwar gibt es jetzt diesen Sparschwein. Züchte Drachen, brüte sie aus und verbessere sie. Gib Edelsteine aus, gewinne Arenenkämpfe und erfülle Quests, um mehr Edelsteine zu sammeln. Sammle mindestens 60 Edelsteine, um dir das Sparschwein zu kaufen. Okay. So, erstmal neue Angebote ganz schnell alles machen hier. Ich gucke mir jetzt nicht großartig uns an, weil... Ach komm, ich gehe mal ganz kurz einmal durch. Man kriegt ja... Guck mal, wie viel Edelsteine ich habe. Ich habe 246. Und irgendwann habe ich so viele, dass ich endlich mal die Insel kaufen kann. Alter Schwede. Die legendären Drachen sind sogar echt... Oh, aber wenn ich meinen kaufe, dann kann ich die Insel nicht, ne? Hier. Ist nur 300. Ich hoffe, dass es bleibt. Also, Weihnachtskalender ist dabei. Weihnachtskalender ist jetzt am Start. Läuft jetzt. Man kann hier richtig... Alter. Man kann hier den Rentierdrachen kriegen. Voll geil. Voll süß. Ich finde ihn richtig niedlich. Und den habe ich auch sogar nicht. Also, ist es da mal ganz gut. So. Ihr seht ja schon, warum die ganzen anderen Teile von dem Relikt des Lebens nicht da sind. Weil ich die verkauft habe, weil ich nicht mehr so viel Platz habe, großartig. Und deswegen habe ich erst 10 gesammelt, habe den Drachen natürlich. Bin nochmal rausgegangen und nochmal komplett neu rein. Dann kriege ich ja den Drachen. Ist ja wie auch bei den Kugeln. Bei den Legenden von Dios war das auch so. Und dann habe ich die ganzen Drachen geholt. Also, ich habe den Klarheitsdrachen von dem Event. Dann habe ich den Wanderdrachen von der Insel. Und Leute, der schreckliche Drache von dem Turnier. Ich habe das Turnier wirklich beendet. Und ich würde sagen, wir fangen als allererstes mit dem Wanderdrachen an. Platzieren wir ihn hier. Hier ist doch ein guter Platz für ihn. Guck mal, da habe ich auch einen Stein bekommen. Ist irgendwie voll lustig. Sparschwein. So, dann würde ich sagen, machen wir den Klarheitsdrachen. Er hat auch echt einen Platz frei. Und zwar hier. Zack. Die anderen Drachen habe ich auch alle drin. Im Lager habe ich die drin. Die werden dann ausgebrütet für die nächste Folge. Oh, für die nächste Folge. So, jetzt kommt der schreckliche Drache. Für ihn habe ich auch einen Platz. Zack. Alter, voll geil. Der sieht echt komisch aus, aber trotzdem finde ich ihn richtig geil. Der sieht irgendwie aus, nee, echt wie ein Drache aus. Aber, Leute, ist halt Dragon City, ist halt Fantasie. So, ich habe den Vernunftdrachen, auch von dem Event.
Und der Tugenddrache. Genau, die drei habe ich alle von dem Event. Genau, und ich würde sagen, füttern wir die ganz schnell. Ich denke, Namen werden wir es nicht extra aussuchen. So, dann füttern wir die. Ich habe schon wieder 3 Millionen Futter. Das ist schon krass. Ach, mit Futtern kriegt man auch LOL. Ach so, stimmt ja doch. Oh, jetzt mal angucken. Was macht der? Er versteckt sich. Und zack. Also irgendwie so. Richtig cool. Also ich finde, er sieht cool aus. Aber dieses Geräusch mit den Sparschweinen geht ja echt auf die Nerven. Alter. Das geht ja voll auf die Nerven. Oh Mann, ich kann es auch nicht wegmachen, weil ich hier gerade die Drachen fütter. Oh wow. So, den Klarheitsdrachen. Wo ist denn der? Ist der hier? Ja. Findet einen Namen für diesen coolen Drachen? Das ist ja einer von... von dem Event. Boah, jetzt geht er schon wieder los. Das ist ja voll... Wie der Spaß von einfach am Schnarchen. Das geht ja richtig voll auf die Nerven. Alter. Ich kann es auch nicht wegmachen, weil ich füttere gerade. Tut mir leid. Jetzt geht es hier schon wieder... Oh Mann, Alter. Gott, da muss man es leider durch. So. Dann würde ich sagen, füttern wir den schrecklichen Drachen. Findet übrigens einen Namen für diese tollen Drachen. Das geht schon wieder los, Alter. Alter, das ist ja echt nervig. Also ich sag jetzt nichts gegen das Spiel. Also ich finde es richtig cool, es macht Spaß. Nur dieses Sparschwein, das immer wieder schnarcht, ein Schnarchgeräusch macht. Nur weil wir füttern oder sowas. Das geht ja voll auf die Nerven. Und ein Video ist recht. So. Also Leute, mir ganz ehrlich sagen, der sieht schon recht geil aus. Aber der macht irgendwie nicht so... Naja, also... Oh. Alter, Sparschwein, jetzt ist immer gut. Jetzt mache ich keinen mehr. So. Findet erstmal gute Namen für die Drachen, dann, ja. So, einen Namen habe ich. Das muss ich mal ganz kurz gucken, wo dieser Drache ist. Oh Gott, wo ist denn der? Da ist er ja, der wunderschöne, der Friedensdrache, ne? Chantal Käthe hat mir diesen Namen ausgesucht und ich hoffe, ich schreibe ihn jetzt richtig. Der eine Name habe ich falsch geschrieben. Den könnte ich jetzt, glaube ich, auch nochmal ändern. Wenn ich das mal mache, komm, ganz schnell. Zack, da ist er. Ach, ich habe... Oh Gott, Alter. Ich habe ein U genommen. So. Jetzt ist aber hoffentlich richtig. Coole Namen. Ja, sorry für einige Leute, die wahrscheinlich Namen hingeschrieben haben und ich das nicht gemacht habe. Ja, da würde ich sagen, komm mal ganz kurz mal hier ein Zuchtding. Alter! Jetzt hältst du mir den Mund. Ich will jetzt endlich Ruhe haben. So. Wir gehen jetzt nämlich auf die Insel. Ich zeige euch nämlich da, wie weit ich da bin. Neue Pfahl entdeckt. Blitzkönigdrache entdeckt. Fahrt, bewege den Drachen aus... Wie geil! Was? Oh mein Gott! Oh, tut mir leid, das ist so klein, das ist blöd. Aber wir kriegen jetzt so ein Teil, da haben wir jetzt 4 Stück, glaube ich. Machen wir ein bisschen größer. Also ich kann jetzt den Drachen auch schon führen. Leider ein bisschen echt teuer. Ups. Aber diesen Drachen kann ich ganz einfach easy führen. Zack. Ah, das war's auch schon. Also ich habe bis jetzt nur den Wanderdrachen. Ja, die Drachen, die hier, das ist echt schwierig, aber... So, dann tun wir mal den einen hin. Wir haben, glaube ich, schon 4, ne? Ja, wir haben hier schon 4 von 10. Das ist schon mal gut. Das ist echt gut. Dann würde ich sagen... Hier gehen wir mal ins Turnier rein, in die Quest rein und können da irgendwas Tolles machen. Okay, davon brauche ich echt nichts mehr. Mach mal diesen Kampf. Komm, auf mit diesen Kampf. So, dann setzen wir mal richtig tolle Drachen ein. Setzen wir mal
Wo ich gerade den Namen geändert habe. Ich hoffe, ich finde sie. Wo ist denn die jetzt? Nee, dich wollte ich nicht. Dich wollte ich auch nicht. Wo bist denn du? Da. Hier. Komm, ich setze jetzt dir ein. Und dann setze ich, den ein. Und zack. Mal so. Zack, machen wir mal einen Kampf. Dann seht ihr mal was Spannenderes, außer Drachen füttern und Pipapo. Und dieses nervige Ding. Wieso? Mal das hier. Ich finde ihn wirklich schön. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die Farben, die Gestaltung und alles, der Drache gefällt mir richtig gut. Und leider hat er schon aufgegeben. Er hat jetzt leider nicht so viel Leben. Ja, der kriegt auf jeden Fall noch mehr Leben. Den finde ich geil. Der ist echt cool. Wieso Geisterwolke? Das zieht gar nichts ab, du Schlaumeier. Das ist keine gute Idee, was du da machst. So, erste Drache besiegt. Boah, das ist ja voll... Alter, das dauert ja voll lange. Was ist das denn? Diesen Drachen, ich kenne ich ja gar nicht. So. Schwarz, also dunkel einsetzen. Ich hoffe, der schafft es. Kommt sie. Jawohl, so finde ich das gut. So finde ich das gut. So. Meine letzten Drachen. Oh je. Ich hoffe, dass meine Nelly das schafft. Mein Tigerdrache. Ich hoffe, dass er das schafft. Jawohl, Sandsturm können wir kritisch abziehen. Das ist sehr gut. Und pam. Schon gewonnen. Das nenne ich mal, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, aber da, falls euch gefallen hat, wir sind nämlich kurz davor, die 2 Abonnenten zu knacken. Das ist echt coole Zahl, also echt coole Zahl, aber schon echt coole Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass wir die schaffen. Ich gucke, wann die nächste Folge kommt, auf jeden Fall die beiden Drachen. Und ich hoffe, dass die bis Weihnachten fertig sind. Das ist ja, Weihnachten ist ja schon am übermorgen, deswegen. Ich sage, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Bis dahin!